Ich habe hier gerade auf den Aufnahmeknopf geklickt, weil wir jetzt wieder den Teil machen, der nicht nur hier zu hören ist im Podcast, sondern auch zu sehen ist, und zwar auf mir seinem YouTube-Kanal. Mir seinem, sehr gut. Das habe ich für das Kind immer gesagt. Achso, jetzt mache ich das Fenster auf, wo ich dein Fenster sehe, ne? Genau. Genau, wir machen jetzt wieder diesen Remote-Dingens. Und falls du wieder fragst, nein, die Leiste mit den ganzen Links, die ich da habe, die sehen die jetzt nicht, die das Video okay. gucken. Das siehst das nur klar. du. Also wir machen das jetzt wieder so getrennt, ein bisschen zum Gucken, weil jetzt ist der Teil zum Gucken, und wer das sehen möchte, also A sind die Links natürlich in den Shownotes, aber B, B ist das jetzt auch noch auf Video und mit uns, aber nur dieser Teil. Und der Link zu dem Video ist auch in den Shownotes. So sieht's aus. Genug erklärt. Drei Bilder habe ich ausgesucht wieder. Also das sind die Vrindt-Bilderschau, und eure Bilder sind das. Und das erste ist von Christoph Lange, Fenster in die Vergangenheit. Fenster in die Vergangenheit. Und das ist ein, ja, was ist das? Das ist ein Bild von einer, ja, das ist. Was ist das? Ein Gebäude von innen. Und da schauen wir raus aus einem Fenster. Das ist ein altes Fenster, so wie so ein altes Fabrikfenster mit so verrosteten Fensterkreuzen und einfach verglastes Fenster. Genau, also verrostete oder verwitterte, sind das Metallsprossen? Ich bin gar nicht sicher. Ja, das sind wahrscheinlich Metallsprossen. Und okay. Das ist ein simples Fenster mit 1, 3, 6, 9, 12 einzelnen Teilen. Innen drin, in der Mitte ist es aufgeklappt, und dann sieht man da gegenüber halt irgendwie Backsteingebäude. Also ich denke, das dürfte so ein ehemalige Fabrik oder sowas sein. Links im Bild so eine komische Drahtwand, also so eine Lochgitterwand. Lochgitter, so was ist das? Wort? Drunter ist irgendwas Bankartiges. Und das ist das, darum mich irritieren die Höhen so ein bisschen, weil diese Lochgitterwand sieht aus, als würde sie, es ginge sie komplett durch bis zum Boden. Tut aber die nicht. Bank verkürzt den Raum nach oben, genau, das geht nur bis zur Bank. Ne? Das Fenster ist höher, als du denkst. Und rechts hängt noch irgendwie so ein komisches Golfbild an der Wand von Golfschlägern. Golf-Erklärposter scheint sowas, das zu sein. Ja. Und also was ich mag, ist ganz einfach die Aufteilung, die Geometrie. Es ist ein klares Subjekt da, nämlich das Fenster. Das macht ein interessantes Licht nach innen, also wie es diese Sache beleuchtet. Ich würde behaupten, das würde als Schwarz-Weiß noch besser funktionieren. Und das Einzige, wo ich sage, Christoph, so ein bisschen korrigieren, wäre unten der Rand, der so leicht diagonal wegläuft. Der wäre aber relativ einfach mit einer heutigen Bildbearbeitung gerade gezogen, weil dieses Bild schreit danach, wirklich vollständig symmetrisch und parallel überall zu sein. Das fehlt mir da so ein bisschen. Aber geht das? Das geht doch gar nicht. Das Bild hängt ein bisschen schief, das Fenster ist ein bisschen schief, die Lochblechwand ist ein bisschen, alles ist ein bisschen schief. Du wirst halt wahnsinnig dabei, das Ding irgendwie ins Wasser zu setzen, oder? Nee. Du musst nur die Sachen, die nahe am Bildrand sind, müssen da parallel sein. Den Rest, der passt dann schon. Wieder was gelernt. Aber das, was am Bildrand ist, der Bildrand ist die Maßgabe. Und wenn da was nur ganz leicht nicht im Wasser ist, dann sieht man es. Und wenn es mittendrin ist, dann ist das halt so. Verstehe. Das ist so diese Parallelität. Und der Bildrand ist die Maßgabe. Jo. So nenne ich die Sendung. Okay. Ist aber so, weil du kannst natürlich das eine mit dem anderen viel einfacher vergleichen, wenn es direkt nebeneinander ist. Ja. Oh. Bildrand ist die Maßgabe. So, zweites Bild. Jannis Rösel. Titelt das Creepy. Wir sehen einen Spielplatz. Ein Schwarz-Weiß-Foto. Foto eines Spielplatzes. Der ist eingezäunt, das auf irgendeiner Wiese, und ist eingezäunt, und zwar wie so ein Rondell, so Holzzäune rundrum. Koppel nennt man das, glaube ich. Ne? So, also ein bisschen höher, dann hätte da der Cowboy seine Pferde drin oder so ähnlich. So, Kinderkoppel, genau. Und genau. Da sind diverse Spielgeräte, Schaukeln, keine Kinder, sondern das ist verweist. Das ist auch so eine Schaukel-Kletter-Dings. Da und so. Das Ganze steht am Waldrand, ne? Das ist ein Wald im Hintergrund. Und es ist ein nebliger Morgen, würde ich sagen. Das ist wirklich gruselig. Das sieht halt aus wie kurz nach dem Atomkrieg. Genau, so kurz nach Tschernobyl, alle Kinder dürfen nicht mehr spielen draußen und so. Eigentlich erwartest du, dass die Schaukeln sich noch quietschend im Wind bewegen. Eine Schaukel so. Ja, eine, genau. Nur eine steht still und die andere bewegt sich, genau.
Ja, und das Ganze ist echt creepy, eerie, so ein bisschen. Ja, super. Der Nebel gibt dem Ganzen noch so ein bisschen so ein Carpenter-Feeling. The Fog, Nebel des Grauens, den Film aus den 70ern oder so. Und ja, das hat sowas Postapokalyptisches so ein bisschen. Genau, postapokalyptisch. Sehr geil, ist wirklich gruselig. Also du erwartest auch jeden Moment, dass dieses Mädchen, weißt du, dieses Mädchen mit den blutunterlaufenden Augen und diesen riesigen Augenringen im Nachthemd, dass ihre zerschlissene Puppe an einem Arm festhält, genau, plötzlich auftaucht. Nein, hinter sich so. Herschleift. Ja, genau. Kennst du das mit diesen Fahrstuhl-Prank aus Brasilien, ist der, glaube ich? Nee. Die sind da alle super abergläubisch da. Und da haben sie für einen Fernsehsender so einen Fahrstuhl-Prank gemacht, haben einen Fahrstuhl, also im Gebäude, Fahrstuhl eingebaut, der aber gar nicht der echte Fahrstuhl ist, aber eine geheime Tür hat. Und dann ist er mal in einen Fahrstuhl, hat sich angemeldet, gesagt, ja, fahren Sie in den dritten Stock hoch oder in den fünften Stock hoch. Der ist in den Fahrstuhl gegangen, hat den Knopf gedrückt, dann ist der Fahrstuhl losgefahren. Mhm. Also die Zahl hat sich hochgezählt. Dann hat das Licht geflackert. Dann ist das Licht kurz ausgegangen. In der Zeit, als das Licht kurz ausgegangen ist, ist durch die geheime Tür in diese Fahrstuhlkabine zu der einen Person, die da stand. Ein Mädchen, ne, im Nachthemd, so Augenringe, mit so einer, ich glaube, die hatte, ich weiß gar nicht, ob die eine Puppe in der Hand hatte, weiß ich jetzt nicht mehr, eingestiegen und dann ging das Licht wieder an. Und dann steht diese Person im Fahrstuhl, die vorher alleine im Fahrstuhl war, steht auf einmal einfach nur so ein zerschlissenes Mädchen und guckt ihn an. Und da sind doch Leute tot umgefallen. Da haben doch Leute erfasst. Also da wirklich, das ist wirklich geil. Also diesen Prank würde ich nicht machen, hätte ich ja nachher Menschen auf dem Gewissen. Ja, das könnte sein. Und die sind halt alle so super abergläubisch da unten. Und da sind die Leute schon irre geworden. So, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann hat das Mädchen gemacht. Also ich hoffe, dass ich das irgendwo noch finde. Warte mal, ich muss mir das notieren für die Shownotes. Das ist wirklich der brutalste Prank, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Das tut aber weh, allein beim dran denken. Ne, das hat so ein bisschen was hier davon, ne? Ja, genau. Also dadurch komme ich auf dieses Mädchen halt. Ja. Super. Ist das da hinten, diese Sachen, die so gemauert aussehen? Warte, ich gehe nochmal zurück. Was? Weißt du, ganz im Hintergrund am Waldrand. Sieht aus wie so irgendwie so Burgruinen-eske. Ja. Keine Ahnung. Ja. Na gut, drittes Bild. Von Nibbler. 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 Sedis Vacans. Ja, Sedis Vacans ist, wenn der Papst tot ist und noch kein neuer Papst da ist. Genau, der leere Sitz habe ich gegoogelt. Musste ich nachschauen. Ach so, Mensch. Ich wusste das, weil ich immer so, ich freue mich immer, ich freue mich immer, wenn der Papst stirbt, weil die Berichte, nein, das ist, ich meine nicht genau. Können wir das zum Titel machen? Nein. So meine ich, ich meine das nicht so. Also ist nicht so, hey, hurra, der Papst tot. Sondern es gibt kaum was Bizarreres als die Berichterstattung während der Sedis Vacans. Weil das ist halt, im Grunde steht da immer Breaking News, Pope still dead. Das ist so, der Papst ist immer noch tot. Ja. Ja, genau. Darum amüsiert mich das. Also ist jetzt nicht so, also mir ist halt egal, was mit dem Papst ist. Also ist jetzt nicht so, dass ich dann auf das Papstes Grab tanzen würde. Ja. Nee, natürlich nicht. Urbex, das ist Urbex. Also Urban Exploration, das ist in einem leerstehenden Gebäude. In diesem Gebäude, das ist ein Farbfoto, in diesem Gebäude ist ein Sandhaufen und auf diesem Sandhaufen steht ein Sessel. Und das Ganze ist hart von außen von der Sonne beleuchtet. Man sieht vorne dann auch noch so, also das Gitter vor den Fenstern und man sieht dann eben die Lichter durch die Fenster und die Gitter, die vorm Fenster sind, auch als Schatten, was vorne so weich fließend über diesen hügeligen Sandhaufen fließt. Abblätternder Putz von der Decke, blättert der Putz runter, die Farbe ist noch ein bisschen an den Wänden, aber auch nur minimal. Ja. Ich habe das gewählt, weil, also ich fand es irgendwie interessant. Es ist ein bisschen Klischee, weil sowas sieht man ab und zu. Mhm. Aber trotz allem, ich fand es spannend, weil es ist. Ja, es vereint so Dinge, die man so im normalen Leben einfach nicht sieht. Oder verfallenes Gebäude, verfallener Sessel. Also, wann ist man denn schon mal in so einem zerfallenen Gebäude drin? Das macht ja diese Urbex oder Urban Exploration interessant, dass man da Dinge sieht, die halt Dass es Leute gibt, die sich trauen, über den Zaun zu klettern. Ja, das ist das eine. Das andere ist ein Sandhaufen in einem
Gebäude, was quasi das ganze Zimmer einnimmt. Stimmt, warum ist da überhaupt ein Sandhaufen ja, drin? Ja, weiß ich doch nicht. Und dann steht da auch noch ein Sessel drin rum. Und das Einzige, was mir jetzt noch fehlen würde, wäre, dass der Sandhaufen glatt wäre. Der hat überall Fußspuren. Ja, irgendjemand musste den Sessel da ja hinstellen. Ja, aber kannst du hinterher so wie auf dem Tennisplatz wieder glatt ziehen, weißt du? Das fände ich so. So einen Zen-Garten drumherum machen. Oder sowas. aber es hat so eine Surrealität, so eine Bizarrheit, dieses Bild. Und ich mag aber auch, wie dann dieser Sessel eingerahmt ist von den Fenstern und vorne von dem Lichtreflex, der auf den Sand fällt. Das erinnert mich so ein bisschen an Tarkovsky-Filme. Tarkovsky? Tarkovsky? André Tarkovsky? Nee. Stalker? Sag mal, was ich, ach, das, Stalker? Ja, den hab, ja, das stimmt. Das ist ein bisschen, hat mir schon mal drüber geredet? Kannst du genau. Nicht, glaube ich, oder? Nee, mag ich nicht. Ist jetzt so lange. Ich habe das Buch sehr gemocht. Also das ist eine Kurzgeschichte von den Strugatzky-Brüdern, genau. Die Geschichte habe ich sogar mehrfach gelesen, so toll finde ich die. Aber der Film hat mich überhaupt nicht gepackt. Ja. Und mich hat der damals, wie alt war ich da, 16 oder so, als ich zum ersten Mal gesehen habe, hat er mich erwischt. Und hat der nicht auch so einen Gelbstich, der Film? Nee, das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Schwarz-Weiß, okay. Ich glaube, da sind ein paar farbige Szenen drin, aber es ist im Wesentlichen ich Schwarz-Weiß. Irgendwie erinnere, ich erinnere, von meinem geistigen Auge ist da alles Gelbstich, so Sepia irgendwie. Kann ich jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, weil ich den auch schon Jahre nicht mehr gesehen habe. Aber Stalker ist auf jeden Fall ein Film, der ist unglaublich lange geschnitten. Also du hast da Szenen, die teilweise Minuten gehen und mit heutigen Sensibilitäten die meisten Menschen, die ich sag mal, nach den 1980ern geboren wurden, werden den nicht aushalten. Nee, das davon ist, mal ganz abgesehen, ja. Naja. Und der arbeitet unglaublich mit diesem Verfall und mit einer Symbolik, die in Wahrheit gar keine ist, hat er schon selber gesagt. Er hat da überhaupt keine Symbolik reingepackt. Er findet das einfach nur hübsch. Ja, ja. Weil immer wieder die gleichen Sachen auftauchen, irgendwelche gekachelten Fußböden, auf denen das Wasser steht und irgendwelche Hunde, die plötzlich in der Ecke stehen und danach wieder weg sind und so weiter. Also er verwendet immer wieder ähnliche Bilder und ist halt dann auch wiederholt gefragt worden und antwortete dann irgendwann mal so, nö, ich find's einfach geil oder so ungefähr. Super. Das ist immer auch so enttäuschend. Dann und dann hast du diese jahrzehntelange Exegese gemacht. Nö, genau, dann hast du diese Interpretation, was das bedeutet. Genau. Und die ganz Großkopfenden sind alle irgendwie total tief in ihren Erklärungen drin. Und er so, nö, mach nicht. Egal. Das waren die drei Bilder. Das waren die drei Bilder. Ja. Da sind wir am Ende der Sendung. Falls ihr Bilder zur Bilderschau einreichen wollt, früher oder später werden wir die auch mal öffentlich aufführen. Spätestens dann, wenn wir keine Sorge mehr haben müssen, dass bei größeren Veranstaltungen sich jemand mit Covid infiziert oder Corona infiziert. Falls ihr das jetzt nur auf dem Video geguckt habt, die ganze Sendung, die vorne dran stattgefunden hat, ist in der Beschreibung vom Video verlinkt. So sieht's aus. Also Bilder zur Bilderschau einreichen auf vrint.de. Da gibt's Links unterm Beitrag zur Sendung. Fragen für die Fragerunde einreichen. Da gibt's auch einen Link unter dem Beitrag zu dieser Sendung. Und die nächste Sendung kommt bestimmt, denn wir haben noch Fragen übrig. Und solange es Fragen gibt, wird es auch eine Sendung geben. Chris Marquardt, vielen Dank. Ja, auch danke. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Falsch.